Warum gibt es das iPhone 12 jetzt in der Farbe Lila? Wenn ihr das wissen wollt, bleibt dran. Wie ihr sicherlich wisst, hat Apple das Spring Loaded Event abgehalten. Da wurde sehr, sehr viel vorgestellt. Ein iMac, AirTags, neues iPad Pro, aber ganz am Anfang auch die neue Farbe fürs iPhone 12. Wie ich schon erwähnt habe, die neue Farbe ist lila. Ihr seht sie hier auch schon. Und die konnte man ab dem 23. April vorbestellen und ab dem 30. wurde sie dann ausgeliefert und jetzt kann jeder sie kaufen. Die Frage ist jetzt aber, warum lila? Vorher gab es ja schon verschiedenste Product Red Versionen, die nach einem halben Jahr kamen. Product Red gab es jetzt ja auch von Anfang an. Deswegen konnte man Rot nicht nehmen. Lila kann es aus zwei verschiedenen Gründen sein. Zum einen ist es jetzt 10 Jahre her, seitdem Steve Jobs gestorben ist. Er ist leider am 5.10.2011 gestorben. Und weil es 10 Jahre her ist und Steve Jobs Lieblingsfarbe wohl lila war, kann es sein, dass Apple es aus diesem Grund gewählt hat. Es kann aber auch eine weitere Verbindung mit Steve Jobs haben, denn er ist an Pankreaskrebs gestorben und die repräsentative Farbe dieser Krebsart ist auch lila. Von den Quellen, die ich gefunden habe, das ist beispielsweise das MKBHD-Video, scheint es so, als ob es wirklich mit Steve Jobs zu tun hat. Hundertprozentig wissen wir es nicht, weil es Apple nicht gesagt hat, aber das ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar da, liked das Video und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.